Erzähl niemandem von dieser Nummer. Diese Scheiße bleibt zwischen mir, dir und Mister, der bald den Rest seines kurzen Scheißlebens in unerträglichen Schmerzen verbringen wird, Vergewaltiger. Kinocast. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom Kinocast, zur Derby-Sieger-Ausgabe des Kinocasts, um es mal so zu sagen. Ich begrüße in der Leitung die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und den Chris. Hallo Chris. Wir steigen auf und ihr steigt ab. Wir steigen auf und ihr steigt ab. Hallo. Ja, wir steigen hallo auf Chris. Und ihr steigt ab. Entschuldigung. So, meine Wenigkeit, der Erik, auch mit am Start. Und hallo Erik. Hallo, hallo. Jedes Mal wieder, never gets old. Wir haben für euch heute nicht ganz so viele Filme mitgebracht, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe Feedback bekommen, dass manche uns auch so beim Joggen hören und so. Dann könnt ihr mal eine kürzere Runde laufen oder beim Fahrradfahren oder so. Oder dann halt einfach den nächsten Podcast hören, zum Beispiel den Pausentee oder so. Könnt ihr euch in die Playlist packen. Ich kann das ja nicht beim Joggen irgendwie Podcasts hören. Ich habe das versucht, weil ich dachte, macht Spaß, aber ich brauche irgendwie Musik, die mich antreibt. Gut. Das ist bei mir ähnlich, ich kann nicht joggen. Ach so. wir reden über Sneak Preview, die wir letzte Woche hatten, nämlich Happy Burnout, der neue Film mit Wotan Wilke-Möhring. Und ja, mal gucken, eine Serie hat die Kate geschaut, da wird sie uns noch berichten. Und natürlich gibt es auch wieder ein Filmrätsel mit der Kate und mal gucken, was uns noch so einfällt heute. Wir kommen gleich mal zu Happy Burnout. Happy Burnout ist der neue Film von André Erkau. Aufmerksame Hörer oder langjährige Hörer, muss ich ja fast sagen, den wird dieser Name irgendwas sagen, denn wir hatten den Herrn sogar schon mal im Interview gehabt hier im Kinocast, nämlich für den Film Arschkalt. Den hat er damals präsentiert gehabt in Stuttgart, in der Metropol-Sneak und war dort mit da. Also der saß dann, ich glaube, saß einfach mit da und hat dann irgendwie, ist hinterher auf die Bühne gegangen, hat gesagt, ja, ich bin der Regisseur oder so. Und das war übrigens die Folge vom 18. Juli 2011, habe ich gerade gefunden. Da könnt ihr ja gerne nochmal reinhören. Sehr nettes Gespräch ist das gewesen. Diesmal war er leider nicht mit da. Die Hauptrolle spielt in seinem Film Wotan Wilke-Möhring und Anke Engelke so rum, hat auch eine etwas größere Rolle. Kostja Ullmann mit dabei, Julia Koschitz. Es geht darum, Wotan Wilke-Möhring spielt so einen, ich muss sagen, einen Punker, der von Hartz IV lebt und in seinem Wohnviertel, dadurch, dass er halt immer da ist und immer rumläuft in seinem Viertel, dann hilft er hier mal aus oder hilft da mal aus oder macht so ein paar kleine Tricksereien. Also nimmt zum Beispiel oder so einen angebundenen Hund mal einfach mal mit, um da mit diesem Hund wiederum andere Leute anzusprechen oder so. So kleine Dinge. Und als er eines Tages mal wieder einbestellt wird auf die Arbeitsagentur, das sagt ihm seine Beraterin, die ihn nun wahrscheinlich jetzt auch schon seit Jahren kennt. Die sagt dann, sie haben da gerade so eine interne Prüfung. Ist alles ein bisschen schwierig jetzt. Und auch sein Fall wird nun genau untersucht, weil er natürlich der ist, der am längsten unvermittelt geblieben ist. Auch nicht mal irgendwie überbrückungsweise oder irgendein ABM oder sowas. Und sie sagt, dass da eben genau reingeschaut wird in seinen Fall und sie hat da selber ein bisschen Bammel, weil sie natürlich ihn irgendwie so durchgeschleust hat. Er ist auch sehr charmant immer. Und es kommt dann auch so, dass die interne Prüfung da doch einiges feststellt und sie, diese Arbeitsagenturberaterin, sieht nur eine Lösung, nämlich dass sie ihn einweisen lässt in eine offene psychiatrische Klinik, wo er seinen, in Anführungszeichen, Burnout behandeln lassen kann, den er hat. Und am Ende dieser 5 Wochen, die er dort bleiben soll, soll halt der Arzt diagnostizieren, dass er arbeitsunfähig ist. Aber es muss halt erstmal irgendwo so eine Institution vorher da sein, die ihn da richtig auf Herz und Nieren prüft. Und dann kann halt festgestellt werden, dass er arbeitsunfähig ist und dann braucht er halt nie wieder arbeiten. Und dann fällt er auch aus ihrer Statistik dort raus und ist nicht mehr unvermittelter Arbeitsloser.
er kommt dann dort an und da sind natürlich richtig kranke Leute, also geistig kranke oder welche, die wirklich extreme Probleme haben, die dort von irgendwelchen Selbstmordversuchen über irgendwelche, die diverse Ticks haben. Und er ist da so mittendrin als, ich sag mal, Anarchist, der sich irgendwie nicht sagen lassen will. Und er arrangiert sich dann so peu à peu so ein bisschen und mit seiner unbekümmerten Art, auch so auf die Leute zuzugehen, seiner offenen Art, die Leute offenbaren ihm sehr viel. Und das hilft wiederum den Patienten sehr, weil das Klinikpersonal ist total unterbesetzt und die haben halt nicht mehr so die Kapazitäten, um sich da jeden Einzelnen im Detail zu widmen. Und deswegen übernimmt er so ein bisschen die Rolle. Viel mehr will ich jetzt erstmal nicht verraten. Das war schon, ja, also ist schon relativ weit im Film drin. Es gibt, glaube ich, noch, ach ja, genau, er hat noch eine Tochter. Die ist von einer früheren Beziehung, mit der er mal kurz zusammen war. Und er wollte sich ursprünglich mal um die Tochter, als die Tochter noch jünger war, wollte sich ein bisschen intensiver kümmern. Aber das hat alles nicht so richtig geklappt, auch mit seiner Lebenseinstellung. Sodass er quasi mehr oder weniger das Sorgerecht für die Tochter verloren hat an die Oma, die sich hauptsächlich um die Tochter kümmert. Und das wurmt ihn so ein bisschen innen drin, dass er seine Tochter nicht sehen kann. Und er macht immer mal so irgendwelche Zeltausflüge mit ihr, er holt sie dann ab. Aber irgendwann sagt die Oma halt auch, also jetzt musst du dein Leben doch mal ein bisschen auf die Schleife kriegen. Du kannst ja nicht einfach ständig zu spät kommen, wenn du sie abholen sollst und irgend sowas. Also das ist auch alles nicht gerade so im Reinen. Das ist so das Päckchen, was er noch so mit sich rumträgt. Noch irgendwas vergessen, Chris? Also Anstaltsleiterin Anke Engelke oder so? Nö. Nee, außer dass sich sehr, sehr schöne Freundschaften entwickeln. Genau, das, ja. Ja, widmet sich ja dann in Gesprächen den Leuten halt wirklich mit so einer ganz lockeren, offenen Art. Und die Personen, die dort sind, die öffnen sich dann halt ihm auch sehr stark und er kommt halt mit ihnen viel tiefer ins Gespräch, als irgendwelche von den Anstalt, von dem Personal das tun könnten. Ich fand es ziemlich gut gespielt, auch von Wotan Wilke Möhring, so von der Art her. Ich meine, war ja doch so ein bisschen anders als das, was er sonst so gespielt hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Also es war halt dieser Alt-Punk-Rock, Punk-Rock-Typ einfach, fand ich großartig. Also, es war so herrlich halbassig, locker, immer eine große Klappe, immer das ganze System verfluchend, in dem man dann doch lebt und von dem man profitiert. Also so herrlich, leicht widersprüchlich auch. Fand ich ganz großartig, hat er ganz gut gemacht. Also ich habe ihm das auch voll abgekauft, weil er dann auch so einfach so ein bisschen abgefuckt aussah. Und wie du es ja gesagt hast, Hartz IV, aber Hartz IV, seit es Hartz IV gibt. Genau. Das darf man nicht vergessen. Und da sind dann in der Gruppe, da gibt es dann auch immer so Gruppengespräche, wo die dann irgendwie so in so einem Stuhlkreis sitzen. Und da ist halt auch einer dabei, der irgendwie so eine Firma hat und total, also wahrscheinlich wirklich Burnout hat und wir erfahren dann auch dem seine Geschichte, das will ich jetzt nicht so genau. Und da prallen natürlich auch zwei Welten aufeinander, also der Kapitalist und er dann so, also gerade wenn dann jemand so seine Story erzählt, da kann er natürlich nicht an sich halten mit seinen anarchistischen Lebenseinstellungen, dass doch alles allen gehören sollte und irgendwie Geld ist ja überhaupt ganz böse und so. War ein sehr erfrischender Film, fand ich. Ich finde den Titel ein bisschen irreführend. Ja, doch, der Titel war wirklich irreführend, gebe ich dir recht. Aber ansonsten war es doch eine ganz nette Geschichte. Naja. Ich fand es im Endeffekt eine Geschichte erwachsen werden. Genau, weil der ist ja relativ im Geiste sehr, sehr jung. Ne? Der ist ja irgendwo stehen geblieben. Sehr sogar, ja. Wir erfahren das ja dann auch. Sich seine Freunde so ein bisschen weiterentwickelt haben und er halt nicht. Ich fand den Filmtitel nicht irreführend. Weil normalerweise, wenn du einen Burnout hast, bist du depressiv und schlecht drauf und alles ist scheiße und so. Und da er ja nur einen Gefakten hat, ist er ja eigentlich gut drauf. Deswegen ist Happy Burnout eigentlich kein irreführender Filmtitel. Ja,
Er liest auch extra so ein Buch, irgendwie Burnout für Dummies oder so, um zu erfahren, wie die Symptome so sind. Er zieht das auch am Anfang mal so ein bisschen durch, aber dann ist irgendwie dieses Ding hat sich dann irgendwie verlaufen. Also ganz am Anfang, wo er neu ankommt, dann befolgt er mal so ein bisschen die Anweisung, das Krankheitsbild, was in dem Buch steht, versucht er dann umzusetzen. Das ist irgendwie ganz witzig, wenn er in so einem Gespräch ist, irgendwie ganz fröhlich und so, mit einmal fällt ihm ein, ach nee, ich bin ja irgendwie ganz, ich muss ja eigentlich ganz depressiv sein und so. Nee, aber ich sag mal, der Happy Burnout, was mich an dem Titel an sich stört, das klingt wie so eine, jetzt machen wir einen lustigen Film über jemanden, der da irgendwie, wohin kommt und auch das Poster. Ich fand den Film, der war schon lustig, aber eher so ein bittersüßer Humor, der mir sehr gefällt. Und da hat sowohl der Trailer als auch das Poster und die Beschreibung und alles, der weist irgendwie in eine völlig andere Richtung. Deswegen hatte ich erst ein bisschen Bedenken. Dachte, ja, der Film, aber der hat mich eines Besseren überzeugt. Deswegen, ich glaube, die eigentliche Zielgruppe, die in den Film gehen würde, gehen vielleicht nicht rein aufgrund des Trailers. Ja. Wir waren jetzt trotzdem drin, trotz Trailer. Ja, wir gehen ja in die Sneak, wir nehmen ja alles mit da. Weil wir ja nicht wussten, was passiert. Also ihr wusstet es nicht, ich wusste es. Ich habe es ja, glaube ich, getippt, oder? Das war ja mein Das war der einzige Tipp. Ach so, ja. Ja, sehr empfehlenswerter Film, fand ich. Also rundherum sehr gelungen. Ja. Ich hab mal gemerkt, bis auf also eine Szene hat, denke ich, uns alle ein bisschen gestört. So also diesem Golfkart. Das war ein bisschen nervig, aber ansonsten war es eigentlich ganz gut. Ich fand ihn jetzt nicht überragend, der war ganz cool. Wotan Wilke Möhring ist einfach fantastisch. Mich hat er jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber er war jetzt auch nicht furchtbar schlecht. Also ich fand ihn einfach okay, ich fand ihn gut. Aber mehr auch nicht, ich fand ihn super. Dann können wir ja mal zu den Punkten kommen oder so, wenn wir jetzt nicht mehr so viel dazu zu sagen haben zu diesem Film, außer dass er empfehlenswert ist. Habe ich eigentlich schon Punkte gegeben hier in unserer Facebook-Gruppe? Du hast Punkte gegeben, ja? Das hat mich da ein bisschen überrascht. Bestimmt eine 9 gegeben, oder? Also ich würde jetzt, richtig, du hast ich würd jetzt vom Gefühl gegeben. Auch 9, weil der hat mir extrem gut gefallen, der Film. Wirklich. Also war sowohl Musik als auch vom Dreh her, da waren ein paar so schöne Einstellungen auch drin. Weil insgesamt war ja so die Story, ja, ist jetzt nicht neu. Wir hatten ja mal diesen komischen italienischen Film, wo auch diese Frau in diese Irrenanstalt dort kommt. Ihr könnt euch vielleicht dunkel erinnern. Oh Gott, ja. Der war ja so furchtbar. und das hier ist einfach mal so viel besser gewesen. Und ich fand ihn einfach richtig gut inszeniert auch. Gerade so die Einstellung, wenn so auf den Personen drauf die Kamera war, das fand ich irgendwie sehr, sehr gut. Und ich hätte mir bloß noch ein bisschen, ja, ein knackigeres Ende gewünscht, fand ich. Es war okay, aber hätte man unter Umständen etwas besser machen können. Aber ich stehe zu meinen 9 Punkten. Wie liege ich da eigentlich so? Bin ich der Einzige? Ja, gut. Irgendeiner muss mal vorne weggehen hier. Hilft ja nichts. Ansonsten ist hier eine Bandbreite von 2 bis 9. Also ich reize die Bandbreite nach oben hin aus und genau, ich lege lustigerweise 2 Punkte unter dir. Ich bin bei 7, weil ich fand ihn ganz cool. Aber das Ende war ein bisschen dünn und ja, es war okay. Ich hatte Spaß. Es war gut. Okay, bei dir? Noch eins drunter. Nochmal. Fand sie nicht gut. So richtig. Ich fand ihn okay. Ich fand ihn okay. Mehr nicht. Fand ihn. Also, der Einzige, wo ich vielleicht noch einen extra Punkt geben würde, ist einfach wegen Wotan Wilke Möhring. Aber ansonsten war einfach okay. Eben, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also für mich, Wotan Wilke Möhrings beste Rolle seit langem. Also wirklich. Lombok? Ja gut. Ja. Scheiße. Da hat er nicht viel. Das war auch gut. Aber hier hat er wirklich mal alles Mögliche gezeigt und musste auch mal Gefühle zeigen und so. Das fand ich sehr, sehr gut. Also das wollte ich eigentlich auch noch mit hervorheben, aber ja, habe ich irgendwie vergessen. Aber jetzt, wo die Kate das gesagt hat, ist mir es wieder eingefallen. Und
ich mag auch die regietechnische Weiterentwicklung von dem Regisseur André Erkau. Also ich fand ja Arschkalt schon gut. Das war auch so eine Geschichte, wo man gesagt hätte, ja, das kann irgendwie so passieren. Also es ist wirklich eine sehr gut beobachtete Lebensgeschichte gewesen über halt so ein Ausschnitt von jemandem seinem Leben. Und hier halt auch wieder, ne? Es ist halt ein Ausschnitt von dem Leben von Wotan Wilke Möhring hier in dem Film. Und aber so viel besser auch inszeniert, also war so viel mehr Drive drin, gute Übergänge, richtig gut. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwie noch ein Interview hin. Das hat ihm ja das letzte Mal ganz gut gefallen bei uns in Stuttgart. Vielleicht klappt ja da irgendwas. Mal gucken, aber ich bin da, glaube ich, jetzt zu sehr Fanboy. Da müsst ihr mal mit rein, wenn ihr da ein paar negative Sachen noch im Film habt. So, wie sieht's denn eigentlich mit in nächsten Woche aus? Mit dem Tipp, Chris? Der Tipp für die nächste Woche, für die Sneak Nummer 892 lautet: Wer meditieren kann, ist klar im Vorteil. So, was haben wir da? Kate? Gibt drei Tipps. Zwei davon sind von dir. Oh, ich bin außen vor, ich hab's schon erraten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich getippt habe. Also du hast zwei Sachen getippt. Der dritte Tipp ist von Thomas. Der Tipp auf The Bye-Bye Man. Ist, glaube ich, ein Horrorfilm. Und dann hast du noch zwei Sachen getippt. Ich sehe es gerade. Aber die Uhrzeit, wo ich das gepostet habe, also da muss ich nach der Sneak irgendwie im Bett gelegen haben und irgendwie noch zwei Sachen rausgehauen haben. Deswegen weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Ich dachte nämlich schon, ich habe noch nicht getippt oder so. Einmal Expedition Happiness und einmal Stille Reserven. Ich habe jetzt allerdings keine Ahnung mehr, worum es da geht in diesen Filmen. Naja, dann lassen wir uns mal überraschen. War das irgendwie, was du getippt hast, Kate? War das schon dabei oder? Sag ich nicht. Achso, du weißt wo, oder? Ja, das sage ich nicht. Weil das ist ja eine Chance von dass er dabei ist, ist ja gemein, wenn ich sage. Okay. Ich weiß ja auch nicht 100%. Als wir den Tipp von der Kinoleitung bekommen haben, habe ich halt überlegt und habe einen Filmtitel rausgehauen. Und dann hat die Kinoleitung gegrinst und gemeint, sie müsste die Tipps anders oder schwerer machen. Und das ist für mich so quasi das Zeichen gewesen, so ich hätte es vielleicht erraten. Mhm. Aber sie hat jetzt nicht 100% bestätigt, ja, von wegen, ja, du hast recht. Aber deswegen, ich sag's nicht. Ich tippe nicht und ich sag's nicht, weil das ist unfair. Okay, dann werden wir das morgen sehen, morgen Abend. Mhm. Und wer das auch sehen möchte, kommt einfach ins Metropol in der Innenstadt von Stuttgart und kann da auch mit in die Sneak gehen. Wir haben sonst keine Filme gesehen hier, also steht zumindest nichts drin im Dokument, also ich glaube, jeder von uns hatte viel zu tun. Zwei von uns ziehen um, habe ich gehört. Und echt, ich hatte wer? Na, Kate und ich, ne? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde Zweitligameister. Ah, genau. Jetzt hast du mich hier ganz aus dem Konzept gebracht. Immer gerne. Genau, deswegen irgendwie Filme. Ich hab ein bisschen Serien geguckt tatsächlich, aber jetzt nichts Berühmtes, worüber ich reden müsste. Aber wir gucken mal, was so neu anläuft jetzt im Kino in Stuttgart und natürlich zuerst mal auch in die Charts. Kinocharts. Von Stuttgart hier die offiziellen Kinocast, Kinocharts für Stuttgart. Auf Platz 10 ist die Häschenschule, die Jagd nach dem goldenen Ei. Nachdem mein kleiner Sohn da nicht rein wollte in den Film, und ich jetzt bei Love Film eine DVD oder Blu-ray mit irgendeinem Kinderfilm bekommen habe, die er gucken wollte, war vorne dran ein Trailer von der Häschenschule. Jetzt wollte er rein. Also, also Trailer ziehen. Deswegen auch in der Sneak mehr Trailer. Auf Platz 9 ist Lombok. Platz 8 Bibi und Tina, Tobabo, Total. Platz 7 Kong, Skull Island. Platz 6 ist Live, Platz 5 sind die Power Rangers, Platz 4 die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Da wollte ich ja eigentlich gestern rein, hat leider nicht geklappt, aber mal sehen. Oh. Jetzt sind ja auch Ferien, vielleicht kann man da mal irgendwas machen. Platz 3, ein Film, der mich sehr interessiert, Ghost in a Shell, die neue Auflage. Und Platz 2, ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert, The Boss Baby. Platz 1, Die Schöne und das Biest, hier in Stuttgart. Und es laufen folgende Filme hier in Stuttgart an. Below Her Mouth, ein intensives lesbisches Liebesdrama um eine Frau, die sich Hals über Kopf verliebt und gezwungen ist, ihr heterosexuelles Leben aufzugeben. Abgang mit Stil,
von Zach Braff. Also ein neuer Zach Braff-Film mit Morgan Freeman und Michael Caine. Ein Komödien-Remake. Drei Rentner fühlen sich ihre Pension beraubt und wollen sich bei der verantwortlichen Bank mit einem Überfall rächen. Aha. Sag mir irgendwas tatsächlich. Ich glaube, ich kenne den Originalfilm, wenn das ein Remake ist. Hm. Aber gab es nicht auch mal von Uwe Boll so einen komischen Film da mit Banküberfallen oder so? Da hat doch der eine von Prison Break mitgespielt. Zu guter Letzt läuft an mit Shirley MacLaine und Amanda Seyfried und Anne Hesch. Eine Hollywood-Diva. Die Hollywood-Diva Shirley MacLaine brilliert in ihrer Rolle als kontrollsüchtige Geschäftsfrau, die ihr Leben zum Guten ändern möchte. Mhm. Verleugnung mit Rachel Weisz und Tom Wilkinson. Ein historisch authentisches Drama über das skandalöse Gerichtsverfahren, in dem Holocaust-Leugner David Irving die Historikerin Deborah Lipstadt anklagte. Dann läuft noch an Gold. Chris? Kennen wir ja, ne? Ja. Gold. Den Gold. Kennen wir. Gold. Ja. Hört da einfach mal ein paar Folgen zurück. Da hatten wir den in der Sneak Preview. Uns hat er ziemlich gut gefallen, wenn ich mich recht erinnere. Dann läuft noch an The Birth of a Nation, Aufstand zur Freiheit. Den hatten wir auch in der Sneak. Das ist eigentlich sehr, sehr lange her. Ich glaube, wir hatten den im Januar oder so. Der war ja auch Oscar nominiert und ist halt ein ja, historisch belegtes Drama über so einen Prediger in so einer, also ein versklavter Prediger, der rumgeschickt wird in andere Plantagen, um dort die Sklavenarbeiter ein bisschen ruhig zu stellen, mithilfe der Bibel und den Sprüchen, so nach dem Motto, ja, jetzt geht's euch dreckig, aber im Paradies geht's euch gut, und er nutzt das aber, um die alle ein bisschen aufzuwiegeln, und dann gibt's ja eine riesen Revolte. Was haben wir noch? Das läuft nicht an Dokumentarfilm. Nee, das war's dann schon. Reicht ja auch. Sind ein paar gute Sachen dabei. War für euch was dabei, was euch irgendwie interessiert? Nee. Doch, der Zach Braff-Film. Ja, ja, genau. Der wäre, glaube ich, ganz cool. Ja. Na gut. Mhm. Was hast du denn für eine Serie geschaut, Kate? Ich habe vor kurzem ja mal über ein Buch erzählt und die dazu passende Serie, die jetzt rauskommt über Netflix, die ist gestartet, und die Serie heißt 13 Reasons Why, also 13 Gründe warum. Das deutsche Buch heißt Tote Mädchen lügen nicht. Und ich war ja von dem Buch extrem begeistert und sehr, sehr gespannt auf die Serie, wie das umgesetzt wird. Jetzt habe ich die Serie komplett durchgeschaut, alle 13 Folgen. Es ist auch eine an sich komplett abgeschlossene Serie. Es gibt keine weitere Staffel, es ist eine Miniserie. Und ich bin genauso begeistert wie vom Buch. Man hat ein paar Details geändert, was ich eigentlich schade finde. In dem Buch ist es zum Beispiel so, dass die Hauptfigur Clay diese ganzen Kassetten innerhalb einer Nacht hört. Und die das alles komplett durchlebt in dieser einen Nacht. Das haben sie in der Serie geändert. Da hat er die über mehrere Tage. Was aber von der Geschichte her, die Art der Geschichte wird in der Serie ein bisschen anders erzählt. Und da passt es dann aber auch, dass er die Kassetten mehrere Tage hatte. Das ist dann in Ordnung. Ein paar kleine Details wurden geändert, zum Beispiel die Art, in wie sich das Mädchen umbringt, wurde geändert. An sich sind sonst die 13 Geschichten alle gleich. Es gibt eine Änderung in der Reihenfolge, was aber auch zur Geschichte passt. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich wirklich nicht die Woche davor das Buch gelesen hätte. Ansonsten, die Gründe sind alle gleich geblieben. Sie wurden 1:1 wie im Buch übernommen und umgesetzt, filmisch, was teilweise sehr, sehr hart war anzusehen. Gibt es auch immer am Anfang der Folge einen Hinweis, dass das eine relativ brutale Folge ist. Und also Hinweis auch für Kinder, also, oder für Eltern, die das ihre Kinder oder Jugendlichen schauen lassen. Ich werde die Serie ein zweites Mal gucken, um einfach nochmal auf mehrere Details zu achten, und weil ich einfach die Geschichte sehr, sehr gut finde. Ich kann die Serie wirklich jedem empfehlen.
Und wer die Serie gut fand, lest auch mal das Buch. Das Buch ist ein Ticken anders, aber an sich absolut empfehlenswert. 13 Reasons Why, Netflix, angucken. Ich kann dir dann demnächst mal, oder was heißt wahrscheinlich schon bis zur nächsten Woche, dann meine Meinung darüber sagen, denn die steht nämlich mit auf dem Hausaufgabenzettel für die nächste Aufnahme von Fortsetzung folgt, wo ich ja mitmache und da steht das nämlich mit dabei. Sehr gut. Mal gucken, wie es mir gefällt. Was auch noch mit drauf steht auf diesem Zettel für die nächste Folge, ist eine Serie namens Tabu. Und ich hatte von der Serie schon mal was gehört gehabt. Die ist mir auch empfohlen worden von diversen Leuten. Ich hatte die aber nicht so ganz auf dem Schirm. Und als die jetzt auf unserem Zettel stand, habe ich doch mal angefangen zu schauen. Denn das ist eine UK-Serie. Und da geht jede Folge ziemlich lange. Also irgendwie so gefühlt so eine Stunde oder so die Drehe. Also es ist wirklich schon ein ziemlicher Brocken immer. Und die Serie ist von... Also Tom Hardy ist einer der Creator der Serie und er spielt auch die Hauptrolle und den mag ich ja eigentlich total. In der Serie geht es darum, dass Tom Hardy spielt so Anfang des 18. Jahrhunderts und Tom Hardy kommt aus Afrika zurück, was damals ja, gab es ja noch kein Social Media und Smartphones und so, dass man hier WhatsApp einfach mal so WhatsAppen konnte, wo man gerade ist, sondern wenn damals jemand irgendwie weggegangen ist aus England, irgendwo in die Kolonien, der war halt einfach mal weg. Und man wusste halt nicht, wie geht's den Leuten oder irgendwas, sondern musste halt drauf warten, bis die dann irgendwann mal wieder auftauchen oder eben nicht. Und so ist es auch bei ihm. Das heißt, es wurde schon kolportiert, dass er eigentlich irgendwie tot ist. Und alle haben schon irgendwie mit ihm abgeschlossen. Und als sein Vater gestorben ist, kommt er aber wieder zurück. Und bringt auch so ein paar Reichtümer mit. Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Und soll halt dieses Erbe vollstreckt werden von seinem Vater. Er hat noch eine Schwester. Und die Schwester hat einen Mann, der, ja, weiß nicht, so gefühlsmäßig handelt er nicht so im Sinne von der Schwester oder sowas, sondern irgendwie verfolgt er so ein bisschen eigene Interessen. Ich habe auch erstmal noch eine Folge geguckt, muss ich dazu sagen, weil geht ja auch eine Stunde. Hat mich aber extrem reingezogen, sowohl die Stimmung und alles. Ist wirklich gut gefilmt, gut gespielt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist dann noch so, der Vater hat ein Stück Land gekauft gehabt, hat er irgendwie von den Indianern abgekauft und dieses Land liegt irgendwie genau an so einer Landzunge in dem heutigen Amerika, irgendwie was so das Tor ist zu irgendwelchen anderen Städten, die sich dann weiter hinten befinden im Hinterland, also was wirklich sehr viel Wert bekommen könnte, dieses Land, und das versucht ihm die Ostindien Company oder sowas, die versucht ihm das abzuluxen. Die sagen, ja, das ist ja nichts wert und so. Und sie versuchen auch mit irgendwelchen vertraglichen Kniffen, dass er gar nicht sein Erbe bekommt oder so. Und es ist ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also zum einen diese Geschichte, dass jemand nach langer Zeit wieder in seine alte Heimat zurückkommt, was wir ja schon in diversen Filmen als Thema hatten. Und zum anderen eben, ja, dieses ganze Setting da im 18. Jahrhundert und wie das alles so war. Extrem gut, finde ich. Also die erste Folge, sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung das so geht, weil da ist auch noch ein bisschen was Mysteriöses mit dabei und so. Von wegen, man soll die Leichen alle ganz, ganz tief eingraben aus irgendwelchen Gründen oder lieber noch ein bisschen tiefer und so. Mal sehen, was da noch so alles passiert. Schon mal gehört was davon, gut. Kate? Ja, ich habe tatsächlich schon davon gehört. Bin aber gerade in eine andere Serie eingestiegen, wo ich mit Staffel 1 anfange, die eher so ein bisschen gut, viel gut ist. Da ist es, glaube ich, schwer mit Tabu anzufangen, aber es steht definitiv auf meiner Watchliste. Ja, das ist wird gut. Kommen. Ja, also Tabu, empfehlenswert, hoffe ich mal. Eine Folge, vielleicht kann ja jemand irgendwie, der schon mehr geguckt hat, mal sagen, ob das noch richtig gut wird oder ob es dann irgendwie schlechter wird am Ende. Das wäre mal ganz gut. Aber nicht spoilern, bitte. Spoilern. Zu Games nur ein Satz von mir. Ich habe Lego City Undercover für die Switch gekauft. Soll ja ziemlich gut sein.
Ich kann es allerdings noch nicht spielen, weil mein linker Controller, der hat dieses Problem, was da Nintendo bei der Erstauflage hatte mit den Switch-Controllern. Deswegen ist der eingeschickt zu Nintendo. Ich kriege jetzt hoffentlich Anfang der Woche 9. Ja, dann werde ich berichten, wie das ist. Jetzt kommen wir zu der beliebten Rubrik. Kates Filmrätsel. Kate, an dich die Frage. Zum einen, konntest du mein Rätsel von letzter Woche auflösen? Also ich habe es gehört und ich wäre nicht drauf gekommen. Okay. Aber ich habe dann natürlich geguckt, was die anderen so geschrieben haben. Die anderen ist einer. Der andere ist. Es hat ja nur einer geschrieben. Unser Rätselfuchs, der Thomas, hat es richtig beantwortet. Two Nights Stand. Wahrscheinlich guckt der Thomas einfach alle Filme, die da so laufen. Und dann wusste er sofort. Wahrscheinlich sitzt, oder er hat eine Fernsehzeitung und tut alles durchblättern, was passt. Ja, alles so durchlesen. Oder ein profundes Filmwissen einfach, wo er einfach sagt, das ist der Film oder so. Ich möchte allerdings an dieser Stelle kurz anmerken, kaum macht Kate das Rätsel nicht mehr, macht nur noch einer mit. Das stimmt. Ja. Und überhaupt keine anderen Kommentare. Also, ja. Chris, alles schon in den Sommerferien. Chris, das müssen wir schon ein bisschen persönlich nehmen, dass da keine Kommentare eingehen. Ein wenig, ja. Wenn wir zwei aber hier mal eine Sendung machen. Ja, aber das ist halt der Tittenbonus. Das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen. Ja, den haben wir ja heute wieder, den Bonus. Dann schieß mal los. Kate, was ist jetzt diese Woche der Film des Wochenendes? Es geht los. Er liebt schwarze Klamotten und Goth-Musik, fühlt sich in seinem Heimatort wie ein Alien und hat vor kurzem das Abi in den Sand gesetzt. Der einzige Halt kommt von seiner Großmutter und seinem besten Freund. Gleichgültig nimmt er ein Jobangebot an. Seine schrägen Kollegen und die morbide Atmosphäre fangen aber an, ihm zu gefallen. Doch gerade als sich alles zum Guten wenden könnte, passiert etwas Schreckliches. Oh, sagt mir jetzt erstmal nichts, klingt aber voll interessant. Ich warte mal ab, dann nächste Woche, wie der Film heißt, und dann werde ich mir den irgendwie mal klicken. So. Klingt spannend. Bin gespannt, wer drauf kommt. Ist es ein deutscher Film eigentlich? Das klingt so ein bisschen nach einem deutschen Film. Sag ich nicht. Achso. Da gibt es überhaupt keine Hinweise hier. Natürlich nicht. Hallo, ich habe einen ewig langen Tipp vorgelesen. Natürlich, wenn es hier um solche Preisgelder geht, ne, da kann man natürlich keinen. Also ich will eine Woche erleben, wo es keiner errät. Achso, jetzt greifst du immer tiefer in die Trickkiste. Selbstverständlich. Ich habe keinen Film geguckt, deswegen, ich habe ja irgendwie überhaupt keinen Film, weil gestern kam auch Frank Elstner aus 75. Geburtstag, nicht lachen, war echt toll. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand gelacht. Habt ihr das gesehen? Nein. Warte mal, was war gestern? Gestern haben wir Möbel aufgebaut. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich fand es sehr toll, weil da haben sie von allen seinen Sendungen so coole Sachen gebracht, also nochmal Wetten, das, und dann haben sie auch Live-Wetten nochmal gemacht im Studio, war echt cool, wie früher. Deswegen, ich habe ja irgendwie überhaupt keine Filme gerade, aber wird vielleicht nächste Woche anders. Jo, wir hatten, wie gesagt, auch keine Kommentare, die wir jetzt hier irgendwie behandeln könnten. Das hat auch, glaube ich, keiner auf iTunes kommentiert so richtig. Aber hoffentlich hat jemand unsere Affiliate-Links genutzt von Amazon und was bestellt. Das werde ich nämlich jetzt gleich mal nachschauen. Für alle, die das machen möchten, klickt einfach einen der Amazon-Links, die ihr so bei uns auf der Webseite seht, auf kinocast.net. Dann bestellt ihr einfach irgendwas und dann kriegen wir eine kleine Provision. Was ist das hier? Oh Gott, ein langer Titel. Ein HDMI-Switch. Ah, ein HDMI-Switch, okay. Ein Telekom Heizkörperthermostat. Von der Telekom. Okay. Ja, den kannst du verbinden mit Smart Home. Ah, okay. Ein HDMI-Kabel. Was ist das? Ein wasserdichten Lichtschalter. Für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Badezimmer. Also wasserdicht verstehe ich ja noch mit Badezimmer, aber Schlafzimmer und Wohnzimmer, wasserdicht? Okay. Dann ein Philips Staubsauger. Power Pro Ultimate Animal. Saugt wahrscheinlich ganze Tiere rein, so viel Kraft hat er, so wie er aussieht. Ganze Eichhörnchen. Ganze Hunde, Katzen, Pferde.
Und Star Wars, was sind das, Lego-Figuren? Star Wars Custom Rogue One Minifigure Kylo Ren Captain Phasma Minifigures, okay. Irgendwelche Lego-Figuren von Star Wars. Vielen Dank an alle, die da was bestellt haben. Star Wars geht immer. Und nutzt auch weiter unsere Links. Und dann werdet ihr vielleicht auch vorgelesen, beziehungsweise eure Artikel, die ihr gekauft habt. So, dann sind wir heute schon mal mit einer relativ kurzen Sendung durch, die aber trotzdem, ich glaube, ein bisschen Aufwand bedeutet, hier zusammenzuschnippeln, weil wir hatten doch ein paar technische Themen hier. Dann würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Bis dann. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Macht's gut. Ciao. Und jetzt kommt der Trailer zum Film. Herr Poschka, kommen Sie bitte mit. Nein. Hallo? Ich bin jetzt dran. Alter, du hast frei. Jetzt hier durch. Sie beziehen Hartz IV, seit es Hartz IV gibt. Die wollen alle Bezüge streichen. Sie halten mir den Rücken frei für die wichtigen Dinge. So kann das nicht weitergehen. Sie kommen in die Klinik. Hä? Sie haben ein Burnout. Burnout? Bitte, können Sie sich informieren. Wie geht es Ihnen denn heute? Müde. Regelrecht erschöpft. Trunken? Nein, danke. Willkommen in der Berghoff-Klinik. Und Sie sind hier, weil übersteigertes, empathisches Empfinden. Alter! Geht halt furchtbar zu Herzen, die ganze Scheiße. Und Bierchen trinken. Pfleger! Ich habe gesehen, wie die Patienten auf Sie reagieren. Nee. Du, ich mach mir Sorgen nicht. Ich brauche jemanden, der diesen Menschen wirklich hilft. Was soll das werden denn da? Undercover-Therapeutin? Das ist auch niemals legal. Legal, illegal, scheißegal, Herr Poschka. Ist das nicht so? Ursel ist echt ein guter Freund und er bedeutet uns allen echt viel. Ich bin auch was Besonderes. Nicht so besonders, wie du denkst. Aktiv! War nicht so leicht, meinen Arsch hochzukriegen, ne? In der Serie geht es darum, dass jemand... Chris, dein Headset... Klickt wieder. Das ist ja gut. Dann suche ich jetzt mal hier einen Chris wieder reinzuholen. Ist er weg? Ja, der war weg. Hat Studio Link neu gestartet? Mal gucken. Der kommt nicht rein. Hat er denn geschrieben? Er hat auf Skype geschrieben. Er hört uns nicht mehr. Jetzt höre ich euch wieder. Geht's wieder? Ah, da ist er wieder. Ach, das ist ja wieder, ey, so eine kurze Sendung und dann so viele... Oh, oh, was ist denn das? Hallo? Was war das? Es hat so da gemacht. Da war gar nichts. Bei mir nicht. Ah. Ich habe auch nichts gehört. Okay. Okay. Vielleicht war es heute. Heute ist fürchterlich verbuggt. Also heute und dann noch so eine kurze Sendung. Nicht an mir, ich habe ein Kabel. Und dann noch so viel Aufwand hier, ey. Ja. Okay. Aber wir sind ja dann eigentlich... Jetzt warte mal... Jetzt kommen wir dann Kids Filmrätsel und so. Games. Games habe ich einen Satz, den ich sagen kann. Aber machen wir weiter.